Vor mir steht heute eine durchaus seltene Art von Smartphone, das Uniherz Titan Pocket. Die Verpackung mag zunächst wirken wie jede andere auch, doch das Titan Pocket hat eine Besonderheit, und zwar eine QWERTY-Tastatur. Also schauen wir mal rein. Im Lieferumfang ist ein Anleitungsheftchen enthalten. Dazu gibt es ein Quick-Charge-Netzteil und das passende USB-C-Kabel. Dann wäre da noch das Titan Pocket selbst. Auf dem 3,1 Zoll Display befindet sich im Auslieferungszustand eine Displayschutzfolie. Wie man bereits sieht, es handelt sich um ein robustes Smartphone, das aber nicht wassergeschützt ist. An der Unterseite sitzt ein USB-C-Port. Es kommt keine Lasche zum Schutz zum Einsatz. Auf der linken Seite befinden sich der SIM-Schacht sowie die Buttons für lauter und leiser. Die Oberseite beherbergt den Kopfhöreranschluss. Auf der rechten Seite sitzt unter anderem der Power-Button. Die Rückseite beherbergt eine 16-Megapixel-Hauptkamera. Diese wird durch eine LED unterstützt. Über den Power-Button startet man das Smartphone das erste Mal. Auf dem Gerät läuft bereits Android 11. Dies möchte zunächst eingerichtet werden. Dazu gehört neben dem Einlegen einer SIM-Karte die Verbindung zum WLAN und das Entsperren mit Fingerabdruck. Mein Fingerabdruck ist schnell hinterlegt. Den Sensor finde ich dort sehr gut platziert, daran habe ich mich erstaunlich schnell gewöhnt. Daumen dafür hoch! Da es sich um ein vollwertiges Android-Smartphone handelt, sind alle Dienste, die man sich von einem Android 11-Gerät wünscht, mit an Bord. Dazu gehört auch Google Pay, um mit dem Titan Pocket zu bezahlen. Im Auslieferungszustand war kein Update verfügbar. Das Titan Pocket wird über USB-C aufgeladen. Das Display des Titan Pocket misst 3,1 Zoll und ist damit kleiner als die meisten Android-Displays dieser Tage. 6 GB Arbeitsspeicher sind mit an Bord. Beim Titan Pocket handelt es sich um ein 4G Dual-SIM-Smartphone. Es werden zwei Nano-SIM-Karten unterstützt. Das Rugged-Smartphone verfügt über GPS, NFC für Google Pay und einen 4000 mAh Akku. Die Tastatur kann mit einem guten Druckpunkt überzeugen. Wer das Uniherz Titan Pocket wegen jener kauft, findet ein durchaus durchdachtes Layout vor. Leider bietet Uniherz keine Querz-Variante des Gerätes an. Das Tippen auf dem Smartphone weckt nostalgische Gefühle an BlackBerry und andere Tastatur-Smartphones. Sonderzeichen werden über die FN- und Alt-Taste erreicht, deren Platzierung wirkt zunächst ungewöhnlich. Verwendet man das Uniherz Titan Pocket einige Tage, fällt die Fingerbewegung nicht mehr weiter auf. Tippt man einige Zeit mit dem Titan Pocket, fällt der Umstieg auf einen herkömmlichen Touchscreen ähnlich schwer wie bei der Smartphone-Zeitwende. Da das Titan Pocket eine physische Tastatur besitzt, wird für eventuelle Eingaben kein Platz auf dem 3,1 Zoll Display belegt. Die Display-Diagonale ist ungewöhnlich klein, selbst wenn man von einem iPhone 4 wechselt. Wer bereits ein 6 Zoll Smartphone nutzt, wird einige Zeit benötigen, um sich umzugewöhnen. Nicht nur die Größe des Bildschirms ist besonders. Anders als bei den meisten aktuellen Smartphones verfügt das Titan Pocket über ein quadratisches Display. Jenes löst mit 716x720 Pixeln auf. Im Inneren des Uniherz Titan Pocket arbeitet ein 2 GHz Octa-Core-Prozessor. Kopfhörer können über Bluetooth 4.1 verbunden werden. Direkt unter dem Bildschirm befindet sich der Fingerabdrucksensor. Über jenen kann das Smartphone bequem entsperrt und Passwörter übersprungen werden. Im Alltag lässt sich das Uniherz Titan Pocket schnell mit jenem entsperren. Auf der Oberseite sitzt ein Infrarotport. Mit jenem kann beispielsweise die Klimaanlage oder der Fernseher bedient werden. Seitlich befindet sich ein programmierbarer Button. Über jenen lassen sich von den Nutzenden festgelegte Apps starten. Spielt man gerne ein bestimmtes Spiel und möchte dies mit möglichst wenig Aufwand aufrufen, ist dies über den Button auf der linken Seite möglich. Beim Uniherz Titan Pocket handelt es sich um ein Dual-SIM-Smartphone mit Dual-Standby. Telefoniert man auf einer Leitung, kann man folglich mit der anderen SIM-Karte weiterhin das Datenvolumen verwenden. Der 128 GB große Speicher kann per MicroSD-Karte erweitert werden. Schließt man Kopfhörer über den 3,5 mm Klinkeausgang an, ist es möglich, FM-Radio zu empfangen. Die wenigsten Smartphones verfügen dieser Tage über diese Möglichkeit. Stattdessen ist man oft auf Internetradio angewiesen. Das Titan Pocket ist bereits einige Zeit auf dem Markt. Auf der Rückseite sitzt eine 16 MB Kamera mit Autofokus. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf. Beide Kameras machen bei Tageslicht annehmbare Bilder, deren Qualität im Lowlight merklich abnimmt. Es ist allerdings zu bedenken, dass das Uniherz Titan Pocket in erster Linie kein Kamerasmartphone ist.
Der 4000 mAh Akku ermöglicht dem Titan Pocket eine lange Laufzeit. 3 bis 4 Tage sind ohne weiteres möglich. Wechselt man vom Titan Pocket zurück auf ein iPhone, fällt einem erst auf, wie herkömmliche Smartphones eigentlich geladen werden müssen. An den Komfort der langen Akkulaufzeit gewöhnt man sich beim Titan Pocket sehr schnell. Wireless Charging ist nicht möglich. Das UniHeads Titan Pocket wird über USB-C geladen. Leider ist es nicht möglich, den Akku auszutauschen. Der USB-Port unterstützt USB-OTG, sodass man beispielsweise auch Tastaturen oder USB-Sticks anschließen kann. Das UniHeads Titan Pocket macht auf den ersten Eindruck einen sehr wuchtigen Eindruck. Der Hersteller beschreibt das Outdoor-Smartphone als drop-resistant. Im zurückliegenden Jahr war es bei Tim nicht nötig, dieses Feature auszuprobieren. Auch wenn es äußerlich den Eindruck macht, das UniHeads Titan Pocket ist nicht wasserdicht. Es sollte folglich nicht ins Wasser fallen. Smartphones mit physischer Tastatur sind derweil sehr selten geworden. Leider gibt es keine Querz-Variante der Tastatur. Auf Amazon ist das Titan Pocket tagesaktuell für 299,99 € verfügbar. Ihr habt noch Fragen zum Titan Pocket? Dann ab damit in die Kommentare. Mein Name ist Sarah Elisa Oley für die Nerdbench. Oops. So your client has been selling illegal copies of VHS tapes? You mean allegedly selling? Well, as you'll soon realize, allegedly won't get you very far. But since you're new, I think this could be a good lesson in morality for you. Morality? Huh. Morality is like a cheap perfume. But I already have a perfume, and it's called Success.